Und ich konnte auch nicht richtig Zähne putzen. Das war der Oberhammer. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Jenny und heute geht es um Invisalign. Ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, ob ihr ein Endfazit haben möchtet und die meisten haben den hier gemacht. Ja, den hier. Ihr habt mir auch Fragen gestellt, die werde ich natürlich beantworten und ich bin nun seit über einem Jahr aus der Behandlung und die meistgestellteste Frage ist immer noch, haben sich meine Zähne nach der Behandlung wieder verschoben oder verändert? Nein. In den ersten Monaten habe ich echt Panik gehabt. Ja, ich dachte doch, nein, wenn sich jetzt meine Zähne wieder verschieben, aber alles gut. Ich habe auch einen Retainer drin, ja. Dazu komme ich gleich. Ja, dann wurde ich auch oft gefragt, wie teuer die Behandlung denn nun war und ob ich die Behandlung empfehlen würde. Die Behandlung hat fast 5000 Euro gekostet und wisst ihr, wie stolz ich darauf bin, ehrlich, oder wie stolz ich bin überhaupt, denn ich bin schuldenfrei. Ja, ich habe gespart ohne Ende und ich bin kein Mensch, der gut Geld beiseite legen kann, definitiv nicht, aber hier habe ich das gemacht und ehrlich, ich muss mir einmal auf die Schulter klopfen. Ja, ich kann euch die Therapie oder die Behandlung empfehlen, gerade wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet keine sichtbare Zahnspange haben. Allerdings darf man die auch nicht vergessen, nach dem Essen wieder reinzutun. Man muss die Schiene rund um die Uhr tragen. Ja, es ist wie eine feste Zahnspange, ja, fast, ja, man kann sie halt nur rausnehmen. Die Schiene ist durchsichtig und wird von anderen Menschen kaum wahrgenommen. Meine Familie wusste davon, aber trotzdem wurde ich gefragt, wann die Therapie denn nun anfängt, ja, und okay, ich dachte, hä, kann man das nicht sehen? Nein. Der Nachteil ist, man hat Attachments oder Knöpfe auf den Zähnen aus Kunststoff und die verfärben sich leider sehr schnell, finde ich, aber ich finde auch, man kommt damit gut klar. Dann wurde ich auch gefragt, ob ich oft Schmerzen hatte. Jein. Also die erste Schiene war die schmerzhafteste überhaupt. Nicht direkt die Schiene, aber die Zähne. Die taten mir so weh. Gerade beim Frühstücken. Ich konnte nicht richtig frühstücken und ich konnte auch nicht richtig Zähne putzen. Das war der Oberhammer. Ich musste alle 10 Tage die Schiene wechseln und in den ersten Tagen war das immer schlimm. Aber umso länger du die Schiene getragen hast, umso besser wurde das auch. Ja, aber die erste Schiene war der Hammer. Meine Behandlung ging mit der Feinkorrektur 8 Monate und dann war ich fertig. Die Feinkorrektur wird auch von Invisalign übernommen. Also ich bin der Meinung, man hat mir gesagt, bis zu 3-mal und dann müsste ich pro Schiene bezahlen. Das heißt, es werden wieder Abdrücke gemacht, dann musst du warten auf deine neuen Schienen und 3, 4 Wochen dauert das, glaube ich. Bei mir war das, glaube ich, um den Dreh 3, 4 Wochen und in der Zeit musste ich meine Schiene nur nachts tragen, ja, ehrlich. Und ich habe am Tag gemerkt, dass sich meine Zähne verschieben, ehrlich. Ich stand vor dem Spiegel und dachte, was ist das? Und da war für mich klar, eine Nachtschiene kommt nach der Behandlung für mich nicht in Frage. Nein. Übernimmt die Krankenkasse einige Kosten, die gesetzliche nicht, also gar nicht, egal wie alt du bist? Ist es deiner Meinung nach sinnvoll, die Behandlung durchzuführen, wenn gerade die Weisheitszähne rauskommen? Nein. Bin ich nicht der Meinung. Mir hat man gesagt, wenn Projekte anstehen wie Brücke, Krone, Zähne ziehen oder ja, große Dinge eben, sollte ich das erst erledigen, weil es werden Abdrücke genommen und die Schienen sind alle fertig. Die werden fertig gemacht und die bekommt dein Kieferorthopäde. So, und wenn du dann natürlich in der Zeit, ja, Zähne ziehen lässt, passt das nicht mehr. Das heißt, am Ende musst du wieder neue Schienen bekommen und es sind für dich automatisch mehr Kosten. Und wenn du mal ein Loch hast, kein Problem, darum geht es nicht. Aber wie gesagt, große Projekte bitte vorher abschließen. Ich habe einen Retainer drin und finde, dass sich Zahnstein seitdem schneller ansammelt. Ja, also klar, man muss dann halt regelmäßig zur Reinigung. Ja, aber trotzdem, das ist
ätzend und ich benutze schon eine Plack-Zahnbürste und wie auch immer, ja. Aber trotzdem, man kann es nicht ganz vermeiden. Ich werde auch oft gefragt, wie reinige ich denn nun meine Zwischenräume, ja. Die normale Zahnseide geht ja nicht mehr und die Bürsten sind meistens zu groß. Man muss einfach nur die kleinste Bürste benutzen. Das ist die von TP, die Größe XSS. Und mit dieser Spitze hier vorne, ja, kommst du da durch. Also hier vorne, das geht, ehrlich. Es ist alles sehr eng, aber das geht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch für eine Invisalign-Behandlung interessiert. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht es gut und bis bald.